Hallo und willkommen zurück aus der Einsatzzentrale hier bei den Phantom Thieves mit mir, dem J-Mo. Und ja, den Phantom Thieves. Wir haben letztes Mal einiges gemacht, im Sinne von herausgefunden, dass Alice ein echt mieses Miststück ist. Und zudem haben wir herausgefunden, dass unsere alten Kontakte nicht mehr da sind und deswegen wir jetzt neue brauchen, beziehungsweise wir haben jetzt einen Zulieferer mit extrem hohen Kosten, mit Expressliefer-Service durch Sophia. Und ja, wir haben beschlossen, das Gefängnis zu infiltrieren, das werden wir jetzt auch gleich tun, aber vorher besprechen wir uns noch. Mhm. Okay. Ja, besprechen wir unsere nächsten Schritte. Mann, ist das geil. Wann hatten wir das letzte Mal im Versteck so eine Einsatzbesprechung? Ach, beruhig dich. Wobei es wirklich etwas nostalgisch ist. Nur um Gewissheit zu haben, unser Ziel ist es weiterhin, Alice Hiragis Herz zu stehlen, korrekt? Right, right. Volltreffer. Und wenn wir nebenbei herausfinden, was mit diesem Gefängnis los ist, dann umso besser. Wir müssen den Leuten die Begierden zurückgeben, die Alice gestohlen hat, damit sie wieder normal werden. Genau. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, werden alle in dieser Welt zu Sklaven von Alice. Leave it to me. Ich helfe, wo ich kann. Das Passwort, um ins Gefängnis zu kommen, lautet also Wunderland. Aber bevor wir das einsetzen, müssen wir sicher gehen, dass wir alles haben, was wir für die Infiltration brauchen. Verstanden? Okay, wir gehen rein, sobald wir bereit sind. Sag Bescheid, wenn es soweit ist, Chef. Ja, jetzt. Ja. Alright, time to go wild. Wir haben all unser Geld ausgegeben, was wir so hatten, ungefähr. Und ich habe auch letztes Mal noch die Skills verteilt und so weiter. Jetzt wird es einfach mal Zeit, wieder reinzugehen. Ein bisschen vielleicht zu grinden. Ich werde die Grind-Passage natürlich überspringen. Aber erstmal schauen wir uns die Sachlage nochmal genau an. Alright, let's begin the operation. Our first goal would be the treasure route, yes? I'm sensing something treasure-like. That way. Towards 705. Wahrscheinlich wird es ein bisschen anders sein wie sonst. That's where you were taken when they captured you, right? Yeah. Just thinking about it pisses me off. Piece of shit was so full of herself. So, Alice is there now, huh? You know, it does sort of look like a castle. Castle ruled by a monarch. I admit, it's rather fitting. So, we're heading to the castle? Yeah, that sounds good. This jail is crawling with shadows. Watch your backs out there. Okay, I'll watch your backs out there. Sophie's inaugural heist is a phantom thief. This'll be great. We don't know the opposition we'll face. Be sure to switch out team members when necessary. Okay, Tutorial. Gruppenmitglieder wechseln. Unter Gruppen ändern kannst du festlegen, wer mit Joker ins Gefängnis geht. Wähle bis zu 3 Teamkameraden. Du kannst die Gruppe ändern, indem du im Befehlsmenü Werte wählst. Das ist jederzeit möglich, solange du außerhalb eines Kampfes bist. Good point. We're at your beck and call, Joker. Okay, hier ist so der Punkt, wo wir nochmal alles ändern können. Ich guck mal kurz, wer bei der Gruppe mit dabei ist. Ich würde schon die nehmen. Ah, ist sehr schön. Futaba ist als Navi dabei. Sophia ist jetzt auch mit dabei. Also, Ryuji nehme ich auf jeden Fall mit. Und... Ah, okay. Und wenn man da hochdrückt und runter, was ist dann? Ah, wäre natürlich cool, wenn wir noch mehr Leute mitnehmen könnten. Aber ich werde das wahrscheinlich erstmal so lassen. Und dann anpassen, je nachdem. Jetzt nehmen wir den Frontaleingang. Weil Ryuji habe ich wenigstens verbessert und so. They've got serious numbers. Don't you remember what to do at times like this? Ich hab schon vergessen, wie ich hier kämpfe. Watch for an opening, then jump it from behind. Be careful not to get spotted. Kann ich mich hier nochmal anschleichen? Überfälle Teil 1. Hinter einem Gegner Dreieck drücken für einen Überfall. Näher dich unbemerkt von hinten einem Gegner an und führe dann einen Überfall aus. Ein Überfall verleiht dir einen Präventivschlag gegen den Gegner, was dir einen Vorteil zu Beginn des Kampfes bringt. Show me your true self. Übergabe Charakterwechsel. Ach, jetzt geht das. Führe mit dem Richtungstasten eine Übergabe durch,
Die Rate, mit der sich der Showtime-Balken füllt, wird dadurch vorübergehend erhöht. Inferno, Monas Aktionen, der blitzschnelle Wunderkämpfer. Mona überzieht seine Gegner mit einem rasanten Hage von Angriffen. Er kann sich mit Dreieck in das Mona-Mobil verwandeln. Details findest du im Tutorial. We did it! That ambush was a real success! Überfaller? Indeed. Okay. It's been quite some time since we fought last, but my body is still ready for more. They'll go a lot smoother whenever we ambush them like that, too. On the other hand, if we're spotted, they'll get the upper hand against us. Okay, Begegnungen. Ein Überfall löst einen Präventivschlag aus, was dir einen Vorteil zum Beginn des Kampfes bringt. Begegnungen. Wenn du aber vom Gegner gesehen wirst, wirst stattdessen du aus dem Überfall angegriffen und hast einen Nachteil zu Beginn des Kampfes. Gegner mit dem dritten Auge analysieren. Das dritte Auge kennen wir. Halte L2, um drittes Auge einzusetzen, wodurch du Dinge siehst, die sonst du nicht sehen würdest. Mit drittes Auge kannst du die Stärke des Gegners bestimmen. Starke Gegner haben einen roten Aura, schwache eine blaue. Nutze diese Information, um zu entscheiden, wann du kämpfst. So, und hier meldet sich jetzt der Schnitt. Ich werde jetzt einiges zusammenfassen, damit es hier nicht zu lange ist mit den ganzen Kämpfen und Zwischengeplänkel. Deswegen fasse ich jetzt auch die ganze Tutorials zusammen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt bei Skull. Nach vielen Viereckangriffen kann man seinen Special-Angriff aufladen mit Dreieck. Und bei Sophia ist es so, dass man das perfekte Timing haben muss, wenn die rausgehen, um mehr Schaden zu machen. Bei Panta wird es heiß, sie setzt ihre Peitsche ein und kann dadurch auch eine Vielzahl von Feuerangriffen machen. Und mit Verzaubern kann sie ihre Peitsche mit Feueraffinität versehen. Und Noir hält elegant ihre Stellung, indem sie Dreieckangriffe durch Halten verlängert werden können. Genau. Auch bei Fox geht es um Timing. Hier kann man entweder durch Dreieck einen Hagel von Hieben einsetzen oder er beschützt sich eben mit seiner Konterfähigkeit. Ja, und Makoto hatte ich leider ganz vergessen. Die hatte ich zwar mal drinnen in meinem Team, aber ich habe mit ihr leider nie gekämpft. Ich werde jetzt erstmal aus dem Ganzen eher so einen Story-Cut machen, also wie die Geschichte weiter erzählt wird. Ein bisschen Gameplay wird auch mal mit drin sein. Allerdings ist das wirklich in diesem Teil eher so, man muss es halt wahrscheinlich selber einfach spielen. Aber dann, wenn es geht, werde ich halt Gameplay immer zusammenfassen oder ein bisschen beschleunigen, damit es einfach nicht so viel wird, weil sonst sprengt das jegliches Maß, jegliche Erfolge hier. Deswegen verzeiht mir das, wenn ich das so mache. Aber ich denke, das wird das Beste für alle sein. Ich versuche es, informativ genug zu machen. So, jetzt Überfall. Was? Meisterkünste? Jeder Charakter hat eine Gruppe von ganz persönlichen eingesetzten Skills, die sogenannten Meisterkünste. Indem du einen Charakter verwendest, lernt er diese Fähigkeiten immer besser einzusetzen. Wenn ein Charakter Meisterkünste lernt, erweitern sich seine Möglichkeiten im Kampf. Weitere Informationen findest du unter Werte bei den Details des jeweiligen Charakters. Okay. Nachschuss gemeistert erhalten. Führe nach Dreieck oder in der Luft Dreieck einen Schusswaffenangriff durch. Ja, hier lernen die einfach dadurch, dass man sie einfach benutzt. Und dann kriegt man keine Zusatzfähigkeiten für jeden Charakter. Was ganz cool ist eigentlich. Deswegen werde ich das auch so dann machen. Ja. Ansonsten kennen wir ja diese Map hier schon relativ gut. Hier gibt es halt so diese verschiedenen Sachen, die man hier finden kann und auch ein paar Truhen. Da sind jetzt aber nicht so special Sachen drin. Deswegen muss ich sie euch jetzt auch nicht zwangsweise zeigen. Deswegen ich skippe das mal, wenn es wieder mit der Story jetzt ein bisschen weitergeht. Und ansonsten ist es hier eh so, dass, ja, es gibt hier, man kann auch die Gegner analysieren, man kann eben diesen Überraschungsangriff machen, wie ihr gesehen habt. Man kann untereinander seine Teammitglieder halt wechseln, damit das Showtime unten weitergeht. Das habe ich erst jetzt festgestellt. Hier die Showtime wird angezeigt. Unten links bei der Persona-Anzeige, da sind so kleine Balken, die dann während des Kampfes halt umsteigen und wenn sie ganz voll sind, kann man Showtime benutzen. Was ganz cool ist eigentlich, weil das so ein Überangriff ist.
Ansonsten schlage ich mich hier so durch, jetzt, wie man es hier sieht. Das ist noch auf schwer, später stelle ich das noch um auf leicht. Das kriegt ihr wahrscheinlich dann auch mit. Und ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen grinden, ein bisschen leveln, damit ich eine hohe Bindung habe, weil mein Plan ist es immer noch Oracles Fähigkeit freizuschalten mit 15 Punkten, aber das dauert ein bisschen, deswegen, wir sehen uns dann etwas später wieder. So, ja, okay, wir können nur noch dahin, also wir gehen durch den Haupteingang, was eigentlich dämlich ist, aber let's do it. Frag mich, ob es hier auch Speicherräume gibt oder sowas. Hang on there. Searchlights confirmed. Die Musik, ey. Der Grinsekatze als Scheinwerfer. Getting spotted by one of those will mean big trouble. Surrounded in no time. Shadows are patrolling too. No surprise. Security is tight. A frontal assault sounds like it might be out of the picture. Let's see if we have anything else here. Ja, es gibt immer eine Nebenstraße. I can see it. Focus. Aber es sind nur gelbe Gegner, also geht das wahrscheinlich sogar noch. Glänzende, was, Mini-Handtasche? Kriegen jetzt wahrscheinlich nur so Mode-Accessoires. So kann ich da nicht rein! Verdammt. Ja, wir werden natürlich dem Rat folgen. Eine Sache noch kurz. Sind meine Leute wieder top-notch? Notch? Nein, gar nicht. Okay, speichern oder sowas regeneriert ja nichts. Es gibt ja manche Systeme, wo das so ist. Hier aber nicht. Ist hier irgendwas versteckt? Nein. Okay. Dann, let's go! Wir nehmen einen anderen Approach. Hey, look! Maybe we can get in there. Wait. If we run along there, getting in the castle should be a cinch. But there are more searchlights. How will we get past? Smaller than the other ones. Why don't we just try sneaking past? Okay. I can see it. Es ist komisch, das so als 2D-Scroller quasi zu sehen. What's that? Ist irgendwie lustig. Wow. We can't go any further. They're firing on anything within range. Oracle, can you find a way to shut them down? Ja, ja, so einen kurzen. Just a sec. Lahmleges. Analyzing. Yes, got it. The searchlight's power source is south of here. South. Yeah, which way is that? In reality, it would be somewhere around Maruku City. Some sort of facility providing power over here. All right. Ah. Maruku City. Verstehe. Das ist ganz cool. Getting a strong reading here. Think we can handle it? Dann gehen wir lieber mal zurück. Ich meine, warum auch nicht? Dann sehen wir doch die anderen Gebiete noch. Was ich ganz cool finde. Uish, ich mag diese Übergänge. Die sind echt cool. Sehr stylisch. The jail looks like Shibuya, but the layout isn't exactly the same. I'm work. Oh, Entschuldigung. Also sieht nicht genauso aus wie in Shibuya. Hoffentlich. Ich habe es leider übersprungen. Es tut mir so leid. Ich wollte laufen. Oder keine Ahnung. Yeah, you should keep tabs on your location. That'll probably happen. Gefängniskarten. Das Gefängnis besteht aus vielen Bereichen mit. Öffnest du eine Karte des jeweiligen Bereichs? Das hilft dir, zu deinem Ziel zu finden. Was? Es gibt nur einen Weg zu der City. Okay. Da. Okay. Maruku City's straight ahead from here.
I'll highlight it on your map. Wait, Sentry! Den habe ich gesehen. Ach, da ist die Maske, okay. Jetzt! Shadows are just gonna start pouring in. We should avoid all head-on conflict when possible. Life only gets harder when they're on high alert. And if we're spotted too many times, we'll have no choice but to come back later. Ah, wollte ich gerade sagen, die Sicherheitsstufe. Achte bei der Gefängniserkundung auf die Sicherheitsstufe. Denn wenn sie erhöht wird, hat das einige Auswirkungen. Achtung, erreichen die Sicherheitsstufe 100%, musst du dich aus dem Gefängnis zurückziehen. Oh, das ist echt schlecht. Das dürfen wir nicht machen. Du kannst die Sicherheitsstufe auch senken, indem du Kämpfe gewinnst. Über das dritte Auge kannst du die Sicherheitsstufe überprüfen. What's that? So, ich will mal checken, ob der einen gewissen Ablauf hat. Hat er nicht? Let's look for an alternate route. Maybe one where we can stay. Ja, aber, hä? Ich hätte ihn doch auch ausschalten können. Verstehe ich gerade nicht. There's a sentry here as well. Können wir nicht von oben einfach drauf springen? We just have to take that one out. Looks like it hasn't noticed us yet, though. Ja, eben. Joker, think you could pull off an ambush from over there? Ja, sicher. Überfall Teil 2. Aus dem Versteck heraus Überfall. Ach, deswegen konnte ich das vorher nicht machen. Wenn du dich mit einem Phantom Sprint versteckt hast, kannst du mit Dreieck aus dem Überfall angreifen. Okay. Wie man sieht, ich bin immer noch im Tutorial, deswegen... Nice. Oh, a treasure chest. Shit, yeah. Let's stop those guys and loot that thing. Wait, that treasure chest has a security system. If the security level here gets too high, the chest is shielded until things quiet back down again. Ah, okay. If enemies spot us too many times, no treasure for us. Got it. Schatztruhen im Gefängnis. Wenn die Sicherheitsstufe eines bestimmten Punkts überschreitet, erscheint um die Schatztruhe im Gefängnis eine Barriere und sie lassen sich nicht öffnen, bis die Sicherheitsstufe wieder gesenkt wurde. Ermöglicht Truhen mit wertvollen Gegenständen zu öffnen. Bitte? Was war das? Ermöglicht Truhen mit wertvollen Gegenständen zu öffnen. Safe-Knacker. Heißt das, die haben dann bessere Gegenstände? Ich verstehe es gerade nicht. Ganz zumindest. Schatztruhe wieder auffüllen. Einige Schatztruhen füllen sich wieder auf, wenn du das Metaverse infiltrierst. Achte darauf, die Sicherheitsstufe nicht zu erhöhen, damit du möglichst viele Schatztruhen öffnen kannst. Bitte? Sie füllen sich wieder auf? Was soll das denn heißen? Ich fühle mich gespaltet. Okay, da kommen wir nicht hoch. Bis jetzt ist noch alles ganz gut. Hey, ich bin da hochgesprungen direkt. Die Dinger. Ja, außerdem gibt es noch ein paar Änderungen. Hier zum Beispiel, wenn ein Gruppenmitglied am Boden ist, beziehungsweise jetzt kann auch mal Mugen am Boden sein, ohne dass das Spiel gleich zu Ende ist, was man da machen kann. Und es gibt dann noch, wenn man einen Statuseffekt hat, der über einem liegt, dann kann man den quasi auch teilweise abschütteln, wenn man eingefroren ist und so weiter. Und das wird halt als hier in dem Tutorial beschrieben, aber eigentlich ist es gerade nicht so wichtig, das alles zu erfahren. Deswegen überspringe ich das jetzt alle. I don't see a way to open the gate either. Looks like we need an alternative. Such as? I don't think we'll be able to climb that.
Look over there. What if we tried going up that way? At the very least, we might spot a way around this from up there. Das wollte ich doch schon machen. Good idea. Let's hop on up. Okay, hinter dem Tor sind auch ein paar von denen. Also Alarm haben wir bis jetzt immer noch keinen ausgelöst, was ganz cool ist. Ich nehme hier alles mit, was ich kann, weil wir brauchen das Zeug auf jeden Fall. Ne, da geht's nicht weiter, okay. So, und jetzt klettern wir da hoch. Dann schauen wir mal, gibt's hier irgendwas? Ich habe echt Angst, durch diese Fenster hier durchzufallen. Ich glaube, wir müssen hier auch durch, oder? Ja, ich denke schon. Hm, wir können immer noch nicht hinübersehen. Wir müssen noch höher. Wo steht hier das höchste Gebäude? Tea Party. Bingo, schwingen wir uns auf dieses Dach. Alles klar, passt es hier, oder? Folgen wir diesen Ballons, dann sollten wir es nach oben schaffen. Alright. Also, können wir so die Dächer überqueren? Prima, halten wir nach Ballons Ausschau. Drittes Auge, leuchtende Punkte. Bestimmte Dinge leuchten auf, wenn du drittes Auge verwendest. Meist weisen sie auf Punkte hin, an denen du dich per Phantom Sprint verstecken kannst. Ja, das weißen wir ja schon. Wir springen jetzt mal hier ein bisschen über die Dächer und dann kommen wir zu einer anderen Sache. Hier gibt es nämlich auch mächtige Gegner. Mächtige Gegner im Gefängnis. Im Gefängnis triffst du manchmal auf Schatten, die stärker als normale Gegner sind. Diese Schatten haben spezielle Namen. Ein Kampf gegen mächtige Schatten verleiht mehr Erfahrung und der Gegner lässt garantiert eine Maske fallen, neben weiteren Vorteilen. Ja, jetzt sehen wir mal hier mal so einen kurzen, schnellen Ausschnitt aus dem Kampf gegen so einen mächtigen Gegner. Da steht ein verführerisches Mädchen. Es gibt noch so ein, ich glaube, eins oder zwei von diesen Kämpfen hier in diesem Level oder in dieser Gefängnis sozusagen. Aber die werde ich wahrscheinlich, ja weiß nicht, vielleicht werde ich sie ansatzweise zeigen, weil die sind jetzt auch nicht so interessant. Die sind halt ein bisschen schwerer, da ist halt... das Pixie jetzt an der Stelle halt ein bisschen größer als die anderen und hält ein bisschen mehr aus, aber ansonsten ist es jetzt auch nichts Krasses. Wow, das war jetzt echt ein harter Kampf, verdammt. Nice work, ladies and gents. Okay, let's keep going. You've used up a lot of stamina. I'd say now's the time to call it. Vorher werde ich hier noch die ganzen Tore öffnen, das habe ich auch erst später herausgefunden, dass man hier die Knöpfe drücken kann und dann diese Tore öffnen. Das werde ich jetzt auch gleich schnell machen, so im Hintergrund. Was heißt denn C eigentlich? One moment. Something is nearby. Ja, was ist das? Something? What kind of something? It is a space connected to somewhere. Hmm? Hey Sophie, you're right. It's like the space here is being warped and connected to, as in the crossing where we first entered the jail? Ah. So, if we use this, we'll go back to the entrance. Sounds like moving between the jail and the real world will make our resupply efforts at least a bit easier. That's it. I'm calling this a checkpoint. Go ahead and give it a spin so the location data registers. Okay, es ist ein Checkpoint-Übergänge. Während des Gefängniserkundung findest du Übergänge. Wenn du auf einen Übergang zugreifst, wird er registriert und du kannst dort dieselben Funktionen nutzen wie am Eingang zum Gefängnis. Achso. Außerdem kannst du dich zwischen registrierten Übergängen frei bewegen, also als Schnellreise. Du solltest also jeden Übergang registrieren, den du siehst, zur realen Welt zurückkehren. Du kannst entweder über den Gefängniseingang oder über den Übergang in die reale Welt zurückkehren. Dabei werden alle TP und SP wiederhergestellt und die Sicherheitsstufe wird auf 0% zurückgesetzt. Es hat keinen Nachteil, das Gefängnis zu verlassen. Wenn du müde vom Kampf bist oder die Sicherheitsstufe zu hoch ist, ist dein Rückzug immer eine Option. Ja, verliere ich dann Zeit oder kann ich dann jederzeit wieder zurück? Das frage ich mich gerade. Das Übergang registrieren. Okay. Zum Ausgefängnis zurückkehren. Ja, und jetzt kommt eigentlich eine richtig coole Sache,
die sie jetzt bei Persona 5 Strikers gemacht haben, ist, man kann jederzeit aus dem Gefängnis rausgehen und dann seine Sachen verkaufen und Sachen kaufen, um dann später wieder in das Gefängnis reinzugehen. Das resettet alle Gegner wieder, manche tun auch, wie man schon vorher gehört hat. Und ja, dann kann man dort tatsächlich relativ unendlich lange grinden. Die SP und alles sind auch hier alles wieder aufgeladen. Was super ist, weil, wie gesagt, man kann dadurch grinden, Geld einnehmen, Sachen finden, verkaufen alles und so weiter und so fort. Das heißt, ist eigentlich relativ praktisch. Aber wir waren ja in der Haupthandlung auf dem Weg in luftige Höhen, um uns einen Überblick zu erschaffen. Und das machen wir jetzt auch. So. Kann man hier hochkommen? Man kann hier doch relativ schnell die Übersicht verlieren, muss ich sagen. Ich find's immer noch ganz fancy, ja, das Spiel aus dieser Perspektive hier zu sehen. Finde ich mal ganz cool gelöst. Oder nett designt. Nicey. Der R&B. Hallo? Okay. Sind wir in luftigen Höhen? Okay. Ich find's cool, die Waffe wird ja auch angezeigt, die wir neu ausgerüstet haben. Da oben. Hey, what's that birdcage looking thing there? Da ist was drin. Ooh, there's something shiny in it. Could it be a treasure? No, I'm not getting treasure vibes from it. It looks the same, but it's actually totally different. I'm picking up a really strong reading from it. It's connected to the searchlights too. If we take it, I think we'll cut the power to the searchlights. Okay. It seems that is our next step. Let us advance towards the tower. But how do we get up that thing? I don't think I see anything resembling an entrance. Lassen wir uns von oben fallen. Gehen wir von unten rein, holen wir das Ding runter. Tja, vielleicht können wir es abschießen? Are we? I don't think we'll be taking that whole thing down like that. Warum nicht? Suggestion. Why not approach from below? Ja, das wäre die logische wahrscheinlich. Below us is an underground waterway. Remember? All right. Nice call. Da hat Alice uns ausgesetzt. Gehen wir wieder in den Untergrund. Ja, ich gebe nochmal die Zusatzinfo. Sounds like the best idea to me too. Let's do it. We should make haste. Müssen wir? Ich find's hier gerade sehr gemütlich. Focus. Naja, viel werden wir jetzt auch nicht mehr reißen können. Wir sind ja schon relativ I don't see any shadows. Ausgelastet hier. What's that? Schade, dass wir hier nicht auch Focus. Runter können. So, wir schauen mal auf die Karte. Das heißt, wir sollen wieder... Ah, okay. Das ist zum Bahnhof zurück. Ja, wir haben ja auch alles erreicht. Ja, das war's für diese Folge. Ich werde jetzt hier mal ein Ende kurz machen. Wir haben ja viel, viel Tutorial hier gesehen und bemerkt. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Dann werden wir mal sehen, was in diesen komischen Kronen drin steckt. Diese kleinen schwebenden Dinger. Und ja, was wir da bewirken, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder damit dabei. Ich, tut mir leid nochmal, wenn ich das komisch geschnitten habe, aber ich muss es einfach ein bisschen zusammenfassen. Beim nächsten Mal geht's dann eben weiter. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.